Hallo, hier ist Ritter van Bier und willkommen zu diesem Video. Und ja, das ist das letzte Video, was ich im Zusammenhang mit Schottland mache. Die letzten paar Wochen, Monate, ging es ja quasi nur um Schottland. Aber bevor ich jetzt hier irgendwas groß rum erzähle, erst einmal ein riesiges Dankeschön für 190 Abonnenten. Ich habe die 170 und die 180 verpasst. Das tut mir sehr leid, aber ich freue mich riesig über jeden Einzelnen, der hier ein Abo dalässt. Das ist immer super, also ein riesiges Dankeschön. Und nun lasst uns zum eigentlichen Thema kommen. Loch Ness in den Bergen der schottischen Highlands ist der wohl bekannteste See oder Loch der Welt. Zu verdanken hat man das einem gewissen mystischen Wesen, was in den Tiefen des Gewässers sein Unwesen treiben soll. Aber tatsächlich birgt dieser See noch andere Geheimnisse, welche auch gerade aus wissenschaftlicher Sicht äußerst beeindruckend sind. Aber bevor wir zu diesen kommen, fangen wir lieber einmal ganz am Anfang an. Alles begann vor ungefähr 400 Millionen Jahren, als die Erde noch, ja, ein wenig anders aussah als jetzt und auch mehr in Bewegung war. Da kollidierten plötzlich zwei Landmassen, welche sich von den größeren Landmassen abspalteten miteinander und schufen somit eine weitere Landmasse, die in der Zukunft den Namen Großbritannien tragen sollte. Das Ganze geschah natürlich nicht von jetzt auf gleich, sondern dauerte seine 1000, wenn nicht sogar Millionen Jahre. Das Ganze drumherum erspare ich euch hier einmal, die ganze Bewegung der verschiedenen Landmassen zu erklären, würde den Rahmen des Videos etwas sprengen. Das, was für uns hier wichtig ist, ist, dass aufgrund dieser ganzen Bewegung sich zwei tektonische Platten wohl ganz besonders mochten und beim Aufeinanderprallen und gegenseitigen Abschrabbeln eine etwas größere Kluft zwischen den Bergen, die man heute als die Highlands kennt, schufen. Und so entstand das Great Glen, das große Tal. Dieses war in einer der vielen Eiszeiten bis zum Rande gefüllt mit Eis, einem Gletscher. Ja, und wie das bei Gletschern so ist, die sich ja auch ständig bewegen, wurde das Tal durch all das noch ein wenig breiter. Es entstanden Flüsse und, jetzt kommt das Wichtigste, Seen oder auch Lochs. Diese sind unter anderem heute bekannt als, oh Gott, ich werde das jetzt alles sowas von falsch aussprechen, Loch Lochy, Loch Euch. Und natürlich Loch Ness. Und nun vergingen die Jahrtausende, wenn nicht sogar noch mehr, und ein merkwürdiges zweibeiniges Wesen machte sich auf der Erde breit. Und irgendwann kamen besagte Zweibeiner auch am Loch Ness an und dachten sich, och, hier ist schön. Hier bleiben wir, oder? Und das taten sie. Die ersten Spuren menschlichen Lebens im Great Glen und am Loch Ness gehen zurück bis in die Jungsteinzeit. Danach war halt das Übliche. Es entstanden Siedlungen, ein paar tausend Jahre später sogar etwaige Befestigungen, unter anderem auch eine etwas vereinfachte Version der Burg, welche heute als Urquhart Castle bekannt ist. So ging das Leben an den Ufern des Lochs seinen Gang. Es wurde größtenteils von der Fischerei gelebt, der See soll von Lachsen nur so gewimmelt haben. Dies war auch in der Zeit der Fall, als das Christentum langsam aber sicher seinen Einzug in die Highlands fand. Missionare zogen durch die Länder und einer von ihnen war der heilige Saint Columban. Dieser soll nach seiner Ankunft am Loch Ness auf eine Gruppe von Fischern gestoßen sein. Diese waren gerade damit beschäftigt, einen ihrer Kameraden zu Grabe zu tragen. Als der heilige Columban die Männer fragte, was mit dem Mann denn geschehen war, da bekam er als Antwort, dass dieser mit seinem Boot auf dem Loch unterwegs war, um zu fischen, als er plötzlich von einem Monster aus den Tiefen angegriffen und getötet worden sein soll. Das sah der heilige Columban natürlich als das Werk Satans. Und so ließ er sich auf den See hinausfahren. Dort soll sich dann das mysteriöse Wesen aus den Tiefen gezeigt haben. Und Columban soll dieses in die Tiefen verbannt haben, aus denen es gekommen war. Und seitdem wurde es nie wieder gesehen. Das Leben am Loch Ness ging nun wieder seinen gewohnten Gang, ganz ohne Monster und dergleichen. Das hielt dann aber nur bis circa 1895 an. Denn plötzlich berichteten Augenzeugen, dass sie merkwürdige Dinge im See gesehen haben wollten.
Der Inverness Courier, also die damalige Lokalzeitung, berichtete über einen großen Fisch, der an einem Ufer angespült worden sein soll. Was am Ende dann nur ein gehäuteter Delfin war, der von Fischern in den See geworfen wurde, um die Anwohner zu ärgern. Das ist ja ein guter Witz. Aber so machten die Gerüchte dann langsam aber sicher ihre Runde. Zuerst natürlich nur lokal. Dann aber, gerade um 1900, nahm das ganze Thema so dermaßen Fahrt auf, dass bald jeder in Britannien, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, von Loch Ness gehört hatte. 1916 soll James Cameron, einer der bekanntesten und seriösesten Menschen Drumnut Rockets, plötzlich kreidebleich in das Drumnut Rocket Hotel gestürmt sein und erzählte, dass er beim Angeln auf dem Loch plötzlich von einem riesigen Wesen überrascht worden war. 1933 fuhren Mrs. McKay und ihr Mann, die zu dem Zeitpunkt die Manager des Drumnut Rocket Hotels waren, auf der erneuerten Straße von Fort Augustus nach Drumnut Rocket, als Mrs. McKay plötzlich ein riesiges, oder wie sie sagte, walähnliches Wesen im Loch erblickte. Auch Mr. Spicer fuhr an einem warmen Abend im August auf der Straße am südlichen Ufer des Loch Ness entlang, als plötzlich etwas, was er als "the nearest approach to a dragon or prehistoric animal that I have ever seen in my entire life", also als das, was einem Drachen oder prähistorischen Wesen am nächsten kommt, beschrieb, die Straße überquerte und im Loch verschwand. Das Ganze zog sich über die Jahre weiter, es gab immer mehr Augenzeugen. Das wiederum rief einige Wissenschaftler auf den Plan. Es war gang und gäbe, dass irgendwelche Suffis oder Betrüger oder Scharlatane irgendwelche erfundenen Geschichten zum Besten gaben. Aber all diese Augenzeugen, das waren Leute mit Ruf, Leute, die angesehen waren, die keine erfundene Geschichte brauchten, um an Aufmerksamkeit zu kommen. All diese Menschen hatten aber alle etwas gesehen, was sie sich nicht erklären konnten. Und gerade das war einer der Hauptgründe, weshalb die Forschung um Loch Ness oder auch The Loch Ness Project ins Leben gerufen wurde. Der See wurde vermessen, es wurden Wasserproben genommen, Gesteinsproben, die tiefste Stelle des Lochs wurde auf 230 Meter gemessen, es wurden Spuren von prähistorischem Leben gefunden. Das waren dann aber wiederum nur Muscheln oder Krebse. Und um das Ganze abzurunden, wurden an etlichen Stellen des Sees Beobachtungsposten aufgestellt, denn man wollte ja immer noch wissen, ob da im See ein legendäres Monster haust. Auslöser hierfür war wiederum das berühmte Chirurgenfoto aus dem Jahre 1934, welches ein Wesen mit langem Hals und pferdeähnlichen Kopf zeigt, was wiederum die Theorie befeuerte, dass es sich bei dem Wesen um einen Plesiosaurier handeln könnte und man somit quasi einen lebenden Dinosaurier im See vermutete. Das Chirurgenfoto stellte sich später als Fake heraus. Es handelte sich um ein Spielzeug-U-Boot, auf das der Kopf einer Spielzeuggiraffe geklebt worden war. Besagtes Chirurgenfoto ist natürlich das Bild, was immer wieder im Zusammenhang mit Loch Ness und Nessie gezeigt wird. Und zeitgleich war das der Auslöser für den ganzen Nessie-Hype. Es strömten Touristen in die Highlands, es soll Fotowettbewerbe der örtlichen Zeitungen gegeben haben, bei welchen man Geld gewinnen konnte, wenn man das beste Nessie-Sichtungsbild einreichte, und so entstanden natürlich auch haufenweise Fälschungen. Vermeintliche Nessies entpuppten sich später als Heuballen, die mit Planen abgedeckt worden waren. Bootswellen, wo das Boot auf dem Foto weggeschnitten wurde, um es authentischer wirken zu lassen, oder einfach ein verdammt verschwommenes Foto eines Schwans. Während all das abging, fuhr die Forschung um Loch Ness natürlich fort. Es ging richtig los mit der Operation Ground Truth, welche sich damit befasste, den Grund des Sees zu erkunden. Wobei man dann das Wrack eines um 1900 gesunkenen Bootes fand und auch das Wrack eines um 1940 im Loch abgestürzten Wellington-Bombers. Auch das Loch Morar Project konzentrierte sich auf Loch Ness. Loch Morar und Loch Ness, die unweit voneinander lagen, hatten einen verdächtig hohen Anteil an Monstersichtungen. Und auch geschichtlich hatten die beiden viel miteinander zu tun. All dies rief einen jungen Mann auf den Plan, der bald das Gesicht der Forschungen um Loch Ness werden sollte. Adrian Shine. Aus dessen Buch The Loch Ness Project ich hier im Übrigen einen Großteil an den behandelnden Informationen vortrage.
Adrian Shine war es auch, der sich in den sogenannten Makan setzte und dann 10 Meter unter der Wasseroberfläche darauf wartete, dass irgendwas Großes vorbeigeschwommen kommt. Mit der Zeit fand man natürlich andere Wege, die Tiefen des Sees zu untersuchen. Sonar, Kameras und all das. Darauf folgte dann die Operation Deep Scan, wo man zum ersten Mal durch Sonar den gesamten See abfahren konnte, um somit die genaue Tiefe sowie den Boden des Lochs zu untersuchen. Doch jetzt kommen wir zum spannendsten Teil der ganzen Forschung des Loch Ness Projects, nämlich The Rosetta Time Machine. Diese Maschine war aber nicht etwa dazu gedacht, in der Zeit herumzureisen, sondern sie sollte Proben aus den Tiefen des Bodens des Lochs hervorbohren, damit man sehen kann, was denn in vergangenen Zeiten so im See los war. Dank dieser Maschine konnte man einen fast kompletten Zeitstrahl von der Entstehung des Lochs bis in die heutige Zeit erstellen. Man konnte feststellen, wann und wie oft Waldbrände in dem Gebiet um Loch Ness vorkamen, auch noch lange bevor es die ersten Siedler an dessen Ufer gab. Es fanden sich Pollen von Pflanzen, die jetzt komplett ausgestorben sind. Und man fand sogar radioaktive Spuren, welche man zurückverfolgen konnte, auf die Explosion von Tschernobyl in der Ukraine 1986. Noch heute wird im Loch Ness Project weitergeforscht. Die ganze Geschichte um Loch Ness ist definitiv noch nicht komplett aufgeklärt. Jetzt mal davon abgesehen, ob man da ein Monster suchen will oder sich doch lieber mit der Geologie oder Geografie des Lochs beschäftigt. Dass da ein Riesenfisch drinne wohnt, ist ja sowieso mehr als unlogisch. Der See ist übelst trüb. In den Tiefen finden sich nur Algen und kleinere Fische. Obwohl Aale und Lachse auch im See leben, wäre die Population zu gering, um ein so großes Etwas für so lange Zeit zu ernähren. Die Frage, die das ganze Loch Ness Project erst richtig ins Rollen gebracht hat, bleibt aber weiterhin unbeantwortet. Was haben diese ganzen Leute unabhängig voneinander gesehen? Wie kann es sein, dass sich die Sichtungen unabhängig voneinander noch so lange Zeit weiterziehen? Was ist das nun, was da im See ist? Ist da was im See? Was habe ich da Dunkles im Wasser rumschwabbeln sehen, als ich von der Mauer des Urquhart Castles runterschaute? Es bleibt ein Rätsel. Und ich hoffe, dieses Rätsel wird niemals gelöst. Denn was gibt es denn bitte Besseres, als sich aus dem Alltag zu befreien, um sich mit irgendwelchen Mysterien zu beschäftigen, die unsere Logik und Skepsis auf die Probe stellen? Alles an Quellen und Links findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tüdelü.